Muss ich hier rein? Eine Reihe gebrochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie sind nur noch eine Hülle. Na? Als fit? Alter, da hat er gar keine Hände mehr. Hab ich doch was gesehen? Batterien können wir immer brauchen. Ah, eine Keycard. Speichert. Gesammelte Objekte werden in deinem Notizblock aktualisiert. Inventar, die Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal. Oh Mann, ich muss mich an die Steuerung erst nochmal gewöhnen. Was? Alter! Lass mich los! Alter! Arschloch! Arschloch! Okay, LT oder RT? Das ist ja mal geil. Da habe ich mich nämlich eben auch gefragt, wie die Funktion ging. Das wusste ich nämlich noch. Kann ich hier auch abschließen? Nö. Sie lügen. Halb zehn oder halb neun? Warte mal, auf so zu atmen.
Coffee. Da kann man wohl dann hier was erkennen, du. Drücke X, um den Haupteingang zu öffnen. Rechts, rechts auf dem Monitor. Speichern. Das weiß ich noch, dass ich mich hier verstecken muss. Mutti? Großer Dreckskerl. Dieser riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe eine Patientenakte über den Chris Walker, einen Ex-Militärpolizisten, der mehrmals in Afghanistan war. Ein Großteil seines Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen. Aber nicht alles. Alter, ich will hier nicht raus. Okay. Alter, das war mal... Das war mal einer Schatten. Hier noch einer Schatten? Ja. Oh, die Musik gefällt mir schon wieder nicht, ey. CIA-Dokument. Erster Auszug an Akte am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 in Mountain Massive in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Erstens, es wurde eine Posthypnose der vergangenen Nacht, Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, soll sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Zweitens, Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die
ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorgegangenen Vorfall vehement ab. Hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Ich schalte die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Ach, das ist die Aktion, ja. Ich erinnere mich. Da ist, glaube ich, viel Lauferei gleich angesagt. Jetzt mal verstecken. Nachtsicht machen wir mal aus. Ich weiß nicht, ob der hier reinkommt. Er kommt hier rein. Der guckt auch in die Schränke. Drücke X zum Verlassen. Alter, ich sehe nichts. Da liegt eine Batterie. Ich sehe überhaupt nichts. Nimm doch mal die Nachtsicht an. Alter! Hau ab! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Alter, lass mich in Ruhe. Lass mich mit Ruhe. Yeah.
schöne Rapidfeder. Alter! Ich seh nix. Naja. Lass mich in Ruhe. Hör auf damit! Oh, toll! Das erste Mal gestorben. Alter, ist der nervig, der Typ. Ich glaube, ich mache jetzt hier mal eine kleine Aufnahmepause und guck mal, wo ich den Typ richtig bekomme. Beziehungsweise, wo muss ich überhaupt hin? Hier rum. Ja, wir machen hier mal in der nächsten Folge weiter. Ich schneide den ganzen Kram dann noch erstmal noch zusammen und ich mache dann in der nächsten Aufnahmesession weiter. Ja, bis dahin. Ciao mit V.